Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Christian hier von Kido und heute schauen wir uns das Freedom Slim Dachzelt an. Das Freedom Slim gehört zu den sogenannten Hardcover Dachzelten und besitzt ein Hardtop als Decke. Die Vorteile des Freedom Slim sind der superschnelle Aufbau durch die integrierten Gasdruckfedern und das sehr minimalistische, cleane Design, was sich auf fast jedem Fahrzeug super integrieren lässt. Freut euch auf tolle Features. Die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Bis gleich. Das Freedom Slim überzeugt vor allem durch seine schmale Form und die stabile Hardcover-Aluminium-Konstruktion. Die beiden integrierten Metallschlösser schützen das Dachzelt vor unbefugtem Zugriff. Zusätzlich wird der Deckel durch zwei Gummilaschen fixiert. Mit Hilfe der beiden Gasdruckfedern kann das Zelt in Sekundenschnelle geöffnet werden. Im nächsten Schritt werden die beiden integrierten Schuhtaschen heruntergefaltet. Anschließend wird der vordere Teil des Dachzeltes ausgeklappt und die Aluminium-Teleskopleiter im unteren Rahmenprofil eingehängt. Achtet dabei bitte darauf, dass alle Pins der Leiter richtig einrasten. Nach dem Austeleskopieren der beiden vorderen Stangen und dem Einrasten der Pins erreicht das Dachzelt seine volle Raumhöhe. Ein tolles Feature ist der überdachte Eingang, der auch bei Regen geöffnet werden kann. Der letzte Schritt ist nun, den Dachhimmel zu öffnen, das Aluminiumgestänge aufzuspannen und mit Hilfe des Spannhebels zu fixieren. Um den Innenraum des Dachzeltes sauber zu halten, zieht man am besten gleich seine Schuhe aus und platziert sie in einer der beiden Schuhtaschen. Diese bestehen aus einem wasserdichten Material und sind dank integriertem Mesh im unteren Bereich gut belüftet. Verschlossen wird die Schuhtasche nun durch Rollen wie bei einem Drybag. Für eine gute Belüftung im Zelt sorgen die vielen Fenster, die von innen verschlossen werden können. Alle Fenster verfügen über ein integriertes Moskitonetz, die je nach Belieben geschlossen oder geöffnet werden können. Mein absolutes Lieblingsfeature, das großzügige Dachfenster, das bei klaren Nächten einen tollen Ausblick ermöglicht. Das Dachfenster sowie alle weiteren Nähte des Dachzeltes sind von innen versiegelt und somit zu 100% wasserdicht. Auch bei Regen und schlechtem Wetter kann das Dachzelt gut belüftet werden, denn das Fenster im hinteren Bereich sorgt für eine überdachte Luftzirkulation. Kleiner Tipp von mir, eine Powerbank, die in der oberen Tasche platziert wird, kann eine USB-Campingleuchte versorgen, die an der roten Ringöse aufgehängt wird. Persönliche Gegenstände wie Schlüssel oder Handy finden in den beiden anderen Taschen im unteren Bereich ihren Platz. Wirklich bequem die zweiteilige Matratze, die aus einem oberen Memory-Schaum und einem etwas härteren Unterschaum besteht. Um das absolute Freiheitsgefühl genießen zu können, können bei Bedarf alle Moskitoflächen komplett geöffnet werden. Der Zeltstoff des Freedom Slim dunkelt gut ab und ermöglicht Langschläfern einen tiefen Schlaf bis in die Mittagsstunden. Der integrierte Keter im Flysheet des Vordachs ermöglicht die Anbringung unserer optional erhältlichen Tarps und Vorzelte. Die hochwertige Optik des Freedom Slim überzeugt im offenen sowie geschlossenen Zustand auf nahezu jedem Fahrzeug. Das war unsere kleine Produktvorstellung. Ich hoffe, das Freedom Slim gefällt euch gut. Es ist mein persönlicher Favorit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Feature euch am besten gefallen hat. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um Teil der Kido-Community zu werden. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Christian.